Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch, dem Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Heute zu Gast Stepro und DCB. Stellt euch auch mal kurz vor. DCB fängt an. Ja, ich bin DCB, bin seit August 2012 in der Wikipedia dabei, beschäftige mich mit Artikel und Bildthemen, sage ich mal so. Das heißt, ich fotografiere und schreibe Artikel. Und so aktuell war ich heute im Abgeordnetenhaus fotografieren. Und das sind eben solche netten Projekte, die ich dann immer mache. Und Stepro ist öfters dabei in letzter Zeit bei solchen Fotoprojekten. Ja, also ich bin Steffen, in der Wikipedia Stepro. Bin nicht jemand, der groß neue Artikel schreibt, sondern mache mehr so Wartungen und ja, Vandalismusbekämpfung. Mache viele Fotos und bin auch sonst in einigen Schwesterprojekten ein bisschen aktiv. Wir sind heute zu Gast bei 100 Women oder den Wikipedia-Filmfrauen. Hier geht es darum, dass Frauen unterrepräsentiert sind in der Wikipedia und auch im Internet in ihrer Darstellung. Nicht nur, dass es, das weiß ich gar nicht, ob es weniger Frauen gibt. Ich glaube, das sind klassische Filmberufe, sind klassische Männerberufe, ne? Regisseur, Kameraleute und so weiter. Aber da sind die Frauen im Aufholen, aber selbst die, sie sind nicht nur weniger, sie sind auch noch weniger dargestellt. Und dagegen wollen wir halt vorgehen. Genau, also sie sind auf der einen Seite natürlich auch deshalb etwas in der Unterzahl allgemein von ihrer Existenz her, da in den letzten, sagen wir mal, 30 Jahren erst dieses Aufholen natürlich begann, was du auch in vielen anderen Bereichen natürlich als Problem hast, dass die Frauen gar nicht in der Wahrnehmung standen. Also bestes Beispiel immer die römischen Konsuln, es waren halt immer Männer und... Holst sehr weit aus, dann habe ich... Ja, aber ich glaube, das führt eben historisch sehr gut vor Augen, welches Problem auch langfristig gesehen in der Vergangenheit da war. Und das hat sich erst in den letzten Jahren natürlich geändert. Und dadurch ist es so, dass auch, sagen wir mal, weniger Substanz an Frauenartikeln vorhanden ist, über die man so schreiben kann. Und das Aufholen beginnt erst seit, sagen wir mal, so 20, 30 Jahren wirklich. Und auf der einen Seite kann man natürlich da erstmal weniger über Frauen schreiben. Auf der anderen Seite haben wir auch Wikipedia als Männerdomäne, wo noch aufzuholen ist. Auch es ist ja auch ein bisschen bizarr, dass jetzt wieder drei Männer hier sitzen und über Frauen in der Wikipedia sprechen, aber 100% der erfahrenen Wikipedianerin, die wir angesprochen haben, also die eine, wollte nicht. Deswegen reden wir hier drüber. Wir wissen halt über das technische Bescheid und wir, was ich immer wieder als Feedback höre, Wikipedianer, wenn man sie so trifft, sind total nett und hilfsbereit. Und dann lass uns ein bisschen darüber sprechen, was man tun kann, um Frauen sichtbarer in der Wikipedia zu machen. Das ist ja zum einen einfach mal, wenn man einen neuen Artikel schreibt, über Frauen schreiben. Und das andere Mal ist fotografieren. Genau, also du hast ja im Prinzip die beiden Wege schon sehr gut dargelegt. Auf der einen Seite eben wirklich die Präsenz von Frauen in der Wikipedia zu stärken durch reine Artikelzahlen. Da gibt es heute auch viele Bereiche, über die man noch schreiben kann und auch viele Möglichkeiten. Und die andere Sache eben, das was wir auch machen in verschiedenen Projekten, fotografieren eben nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Ja, man kann ja praktisch nur dazu aufrufen, sich auch mal um die zu kümmern, die nicht so überrepräsentiert sind. Das ist ja im Sport genauso. Im Fernsehen wird jedes Männerfußballspiel übertragen, wir sind nur zur vierten, fünften Liga. Frauenspiele finden praktisch überhaupt nicht statt und so ist es ähnlich auch mit Fotos. Von jedem Männerfußballspiel gibt es dutzende Fotos, aber von Frauenfußballspielen kaum. Ich war gestern wieder im Volleyball, erste Bundesliga, Frauen, ich war der einzige Pressefotograf bei dem ganzen Spiel und das ist schon komisch, bei Männern sieht das anders aus. Okay, lass uns kurz darauf eingehen, behalten wir das Mikro. Lass uns kurz darauf eingehen, dass jetzt wieder welche herkommen würden und sagen, dass die Wikipedia die Wirklichkeit widerspiegeln soll. Und die Wirklichkeit ist, dass Frauensport eben in den Medien weniger präsent ist. Und unsere heutige Welt ist halt so, wenn es nicht in Medien ist, ist es nicht da. Aber da wirst du jetzt vermutlich dagegen halten, dass es in der Wirklichkeit ja anders ist. Dass es da eben auch Frauenmannschaften gibt, sie werden bloß nicht angesprochen. Und das kann die Wikipedia durchaus ändern. Da wird nicht die Wirklichkeit geändert, sondern nur die Darstellung der Wirklichkeit. Ja, eben. Ich meine, die Mediendarstellung ist ja nicht die Wirklichkeit. Es ist ja nur eine Abbildung von einem Teil der Wirklichkeit. Tatsächlich findet es ja statt. Also
wie man auf deinen Fotos sehen kann. Ja, also genau das wollte ich eben auch sagen. Man nimmt es vielleicht nur einfach nicht so wahr, weil es natürlich nicht die Präsenz in den Medien hat, die, was weiß ich, Männerfußball jetzt hat, sondern es vielleicht schon am Vorabend kommt, das Frauenfußball-Länderspiel und nicht in der Primetime. Das heißt, es ist da und es ist auch in den Medien präsent, aber es wird nicht so wahrgenommen wie die großen und bekannten, sagen wir mal, gerade wenn wir beim Thema Sport sind, Spiele der Männer. Also die Wahrnehmung ist da noch sehr unterschiedlich und liegt teilweise auch daran, dass die Zeiten halt sehr ungünstig sind für gerade Frauenländerspiele, wenn die, sagen wir mal, um 18 Uhr beginnen in der ARD vielleicht laufen mit Glück, dann hast du eben das Problem, dass ein Großteil der Menschen das noch nicht wahrnehmen wird, weil ganz einfach um 18 Uhr noch nicht jeder vorm Fernseher sitzen kann, anders als wenn jedes Freundschaftsspiel der Männer um 20.15 Uhr beginnt, was eine ganz andere Wirkung auch auf die Zuschauer wiederum hat oder auf das Publikum. Man könnte jetzt noch einwenden, dass es ja noch andere Sportarten außer Fußball gibt. Absolut. Aber leider in der öffentlichen Wahrnehmung ist Fußball in Deutschland zumindest der Sport, ne? Absolut. Also wir bemühen uns eben auch in Projekten darzustellen, dass es eben auch andere Sportarten gibt. Wir waren in diesem Jahr auf der Gala des Dresdner Sports und haben dort auch unter anderem die Volleyballerinnen des Dresdner SC fotografiert. Die sind deutscher Meister und Pokalsieger geworden. Das hat in Dresden eine sehr große Wahrnehmung tatsächlich gefunden, denn neben Dynamo Dresden als Fußballverein wiederum, vielleicht auch noch den Dresdner Eislöwen als Eishockeyverein, ist der Dresdner SC oder das Volleyballteam des Dresdner SCs wirklich sehr präsent, auch in der Öffentlichkeit. Das heißt, es wird wahrgenommen und ich glaube, da verschiebt sich auch so ein bisschen die öffentliche Wahrnehmung hin zu diesen wirklich erfolgreichen Teams. Die weniger erfolgreichen Teams wiederum werden dann eben deutlich weniger wahrgenommen, ist, glaube ich, so die Tendenz. Das heißt, es geht so eine Konzentration auf die erfolgreichen Teams in diesen, ich sage jetzt mal, Randsportarten hin. Genau, Fußball und der ganze breite Rand ringsrum. Steffen, du machst ja nun Sportfotografie. Wenn jetzt Leute uns zuhören und denken, ja Mensch, jetzt will ich das aber auch machen, so Frauenrugby, was ist braucht man da spezielle Technik? Und ich meine, man könnte jetzt einfach mit seiner Handykamera ja schon losgehen und auch schon knipsen. Das wäre schon mal eine Dokumentation, die man hätte. Da würde man so Leute auf dem Feld sehen, die machen. Aber wie mache ich gute Sportfotos, die auch in der Wikipedia verwendet werden können? Sport ist, glaube ich, mit das Schwierigste zu fotografieren überhaupt. Also werden die Handykameras tatsächlich mal besser werden und man damit vielleicht sogar schon irgendwo draußen ein Porträt machen kann, wird es bei Sport eher nichts werden. Und das ist auch da, wo man wirklich bessere Technik braucht. Das heißt zwar immer irgendwie, der Mensch macht die Fotos und nicht die Technik, aber bei Sport, vor allen Dingen bei schnellen Sportarten, braucht man schon lichtstarke Objektiv und schnelle Kameras, um da vernünftige Bilder hinzukriegen. In welcher Preislage sind wir da? Ja, ein paar tausend Euro auf jeden Fall und die Profi-Fotografen mit ihrem 400mm-Objektiv, das kostet um die 10.000 Euro, das ist schon eine Hausnummer, die man sich wohl privat eher nicht leisten wird, aber Wikimedia Deutschland unterstützt ja auch mit Technik und das, was sie nicht selbst hat, auch gern mit Ausleihe. Erklär mal, wie das geht. Ja, also wenn man regelmäßig aktiv ist und schon öfter mal was in Wikipedia oder in anderen Projekten beigetragen hat, kann man sich an den Verein Wikimedia Deutschland wenden und sagen, was man vorhat. Und oder Wikimedia Österreich. Oder Wikimedia Österreich. Die haben zum Beispiel so ein Objektiv. Sagen, was man vorhat. Und du grinst gerade, du hattest es schon mal gehabt, oder? Ja. natürlich kann auch ich mir nicht das 10.000 Euro Objektiv leisten, aber das ist tatsächlich in Wien vorhanden. Und ja, wenn es frei ist, kann man es benutzen. Aber wie komme ich dann in die Sportfotografie rein, wenn ich schon mit 10.000 Euro erstmal vorlegen muss? Gar nicht, oder? Nun, zu den Veranstaltern hinzukommen, ist unterschiedlich auch je nach Sportart. Die nicht so in der Präsenz stehenden Sportarten ist es natürlich einfacher, auch als Fotograf reinzukommen. Wir hatten jetzt mal gerade, wenn wir bei Fußball waren, in der ersten Bundesliga Männer ohne jahrelange Vorarbeit in den unteren Ligen keine Chance hat. Echt, ja? Ja, ja, also. Man wird gar nicht zugelassen oder nee. Man darf da nicht fotografieren. Die Vereine üben dann ihr Hausrecht aus, um dir das zu verbieten, oder? Das ist hauptsächlich liegt es am DFB, die da sehr rigoros sind, neben Presseausweis auch eine Redaktionsbestätigung haben wollen und Erfahrung sehen wollen, dass man da auch sich auf dem Platz so benimmt, wie also die das gerne. Das ist ein Fotografen-Casting. Ja, so in etwa.
Aber es gibt ja nicht nur Sportartikel, die es zu bebildern gibt. Vielleicht kannst du, du fotografierst auch, ne? Genau. Also auch ich habe schon Sport fotografiert, beispielsweise, wie Stepo schon sagt, halt in den unteren Ligen gerade. Aber es gibt natürlich auch noch andere Projekte. Also wir haben in der nächsten Woche beispielsweise im Sächsischen Landtag ein Fotoprojekt, wo es darum geht, Politikerinnen und Politiker zu fotografieren, also Abgeordnete des Landtages, und eben auch ihnen neutrale, aber qualitativ hochwertige Bilder in den Wikipedia-Artikeln zu verpassen, sage ich mal. Und das ist neben dem Sport eines der großen Projekte, die Wikimedia Deutschland in den letzten Jahren gefördert hat. Also alle deutschen Landtage sind durchfotografiert mittlerweile einmal. Es gab auch ein Projekt im Bundestag und im Europäischen Parlament. Das heißt, man ist sozusagen erstmal grob gesehen aus deutscher Sicht einmal durch und geht jetzt langsam in die zweite Runde, dass man sagt, natürlich verändert sich mit jeder Wahl die Zusammensetzung des Plenums und kommen neue Mitglieder hinzu, die fotografiert werden müssen. Wir möchten in Sachsen das Ganze jetzt um die Staatssekretäre erweitern, die natürlich auch Bilder für ihre Artikel benötigen, und das ist eben neben der Sportfotografie so eines der größeren Projekte, die umgesetzt werden. Von einem neuen Staatssekretär in Berlin haben wir schon ein Foto, da bin ich ganz sicher. Christian Rickertz, der bisherige Geschäftsführer von Wikimedia Deutschland, ist seit heute, glaube ich, Staatssekretär. Also er wird heute Abend offiziell ernannt. Also heute war im Abgeordnetenhaus heute so, der regierende Bürgermeister wurde gewählt. Er hat daraufhin dann die Senatoren und Senatorinnen ernannt, und die ernennen heute Abend dann ihre Staatssekretäre. Ich war noch nie bei so einem Landtagsprojekt dabei, aber ich habe gehört, dass man, wenn man neu anfangen will in der Wikipedia, auch als Fotograf, zu so einem Projekt einfach hingehen kann. Das findet üblicherweise in den Landeshauptstädten statt. Und man kann es irgendwo in der Wikipedia finden. Weißt du jetzt, wo und wie man das macht? Ja, das gibt ja die Seite einfach Wikipedia:Landtagsprojekte. Also rechts oben im Suchfeld, genau, gibt man ein Wikipedia:Landtagsprojekte. Und da sieht man, was schon gelaufen ist und was demnächst noch ansteht. Es fehlt zum Beispiel tatsächlich noch der Saarländische Landtag. Den hat bisher noch niemand fotografiert. Den kleinsten? Ist vielleicht mal noch eine Herausforderung für Leute, die dort vor Ort sind. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Problem in den kleineren Bundesländern oder den etwas dünn besiedelteren Bundesländern tatsächlich. Gerade auch bei anderen Fotowettbewerben wie Wikilove's Monuments, wo es ja darum geht, Bau- und Kulturdenkmäler zu fotografieren, ist es in der Regel so, gerade in den kleinen Bundesländern natürlich deutlich weniger Bilder, aber auch in Mecklenburg-Vorpommern eben, wo die Bevölkerungsdichte dann etwas, nicht so hoch ist und auch die Wikipedianerinnen und Wikipedianer sehr weit verstreut sind, ist es ein großes Problem, an Fotos zu kommen, und da kann eben jeder beitragen. Also das heißt, da geht es nicht nur darum zu sagen, wir dokumentieren mit der teuren Kameratechnik, sondern da kann sich jeder seine eigene Kamera in die Hand nehmen. Auch die Handykamera macht von Denkmälern gute Bilder in der Regel. Man sollte natürlich aufpassen, dass die Sonne einem nicht direkt in die Kamera scheint, aber solche Möglichkeiten sind eben gut, um sich das erste Mal in Wikipedia zu beteiligen. Und es ist natürlich auch so, auch bei den Autorinnen und Autoren gibt es einen Frauenmangel noch, und wir freuen uns natürlich über jede, die da sagt, ja, es interessiert mich und ich finde da mein Gebiet, worüber ich schreiben kann oder wo ich Bilder hinzu oder beisteuern kann, und da freuen wir uns über jeden, der dazu stößt. Genau, ich will das mal nochmal kurz erläutern für die Zuhörer, was dieser Wettbewerb Wikilove's Monuments ist. Das findet jedes Jahr im September statt, jetzt seit einigen Jahren. Es nehmen im Durchschnitt jetzt 40 Länder teil. In diesem Jahr sind 277.000 Bilder zusammengekommen aus von mehreren hundert Teilnehmern. Es gibt 10.000 Teilnehmer. Es gibt Denkmallisten in Deutschland. Sachsen und in Bayern sind die geheim. In Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg auch? Mhm. Also in Bayern nicht mehr so ganz. Nicht mehr so ganz, okay. Aber in Sachsen und Baden-Württemberg ist es sehr schwer, daran zu kommen. Ja, und vor 5 Jahren, als Wikilove's Monuments anfing, war es auch mit den Denkmallisten, waren die teilweise noch nicht elektronisch vorhanden, sondern noch als Karteikarten. Großes Vorbild ist da Österreich. Dort haben die Behörden direkt mit den Wikipedianern zusammengearbeitet. Da haben die Wikipedianer geholfen, die Listen zu vervollständigen, zum Beispiel auch mitzuteilen, dass Baudenkmale
ups, irgendwie vom Bagger überfahren wurden und dann nicht mehr da sind, beziehungsweise auch Geokoordinaten nachzutragen, wo teilweise nur so auf den Hektar genau irgendein Baum oder Bilder beizusteuern ist auch. Und vor allem dann eben das Bebildern, damit sie im letzten Jahr fertig geworden sind. Sie haben in Österreich gibt es von jedem Baudenkmal mindestens ein Foto. Ich fürchte, auch deshalb haben sie in diesem Jahr nicht mehr teilgenommen. Aber in Deutschland gibt es noch viel zu fotografieren. Da geht man einfach auf die Wikipedia, gibt oben einen Wikipedia:Wiki-loves-monuments und kann jetzt schon anfangen, Bilder zu horten, um die im September hochzuladen, weil es gibt auch Leckerpreise. Genau, also wir hatten in diesem Jahr beispielsweise zusammen mit dem Deutschen Nationalkomitee für Denkmalschutz eine Reise zum Klosterstift zum Heiligen Grabe, das ist in Brandenburg, mit einer Führung durch die nicht öffentlichen Teile des Klosters und auch hin zu den erst kürzlich entdeckten Wandmalereien. Und das eben als Platz 1 und die Fotografen der Top 10 Bilder wurden auch zur Preisverleihung nach Berlin eingeladen, wo es ja auch eine Wiki-Stammtisch-Episode gab, wie ich festgestellt habe, um mal ein bisschen Werbung zu machen. Ja, genau. Für deinen Podcast. Hört mir Podcast und fangt bei Wiki-Stammtisch an. Es gibt noch andere Wettbewerbe, also Wikiloft Monument findet nicht zufällig im September statt, denn das ist der Denkmalmonat, wo man auch Tage der offenen Denkmale hat, wo man dann auch Motive schießen kann, wo man sonst nicht so gut reinkommt. Denkmale sind nicht nur alte Burgen, sondern auch Industrieanlagen und auch da kann man schöne Fotos machen. Und so für Anfänger gibt es auch ein paar gute Tipps. Der erste Tipp lautet, halte deine Kamera mit zwei Händen. Das vermeidet, dass du schiefe Fotos machst. Der zweite Tipp lautet, halte deine Kamera mit zwei Händen. Das vermeidet, dass du verwackelst. Der dritte, ihr dürft jetzt raten, was der dritte Vorschlag ist. Halte deine Kamera mit zwei Händen. Richtig, damit du einfach bessere Fotos machst. Weil das ist so der Hauptfehler, dass eben schiefe oder verwackelte oder unscharfe Fotos da dann. Es gibt dann noch Tipps, wie wenn man eine Kirche fotografiert, dass man das Kreuz oben drauf lassen soll. Also man soll um das eigentliche Motiv noch ein bisschen Platz lassen. Ja. Ich muss ja sagen, diese Ratschläge mit halte deine Kamera mit zwei Händen, ist für Anfänger tatsächlich sehr gut. Der Hinweis, mittlerweile ist es echt so, ich erwische mich sehr häufig, wie ich mit einer Hand fotografiere. Also so im Vorbeigehen auch mal und aus der Hüfte geschossen. Und wenn man das so gelernt hat nach einiger Zeit, wie man die Kamera halten muss, weil mit zwei Händen lernst du eben wirklich, wie du sie gerade hältst und kannst das auch mit einer Hand dann merkt man auch diese Fortschritte und dann macht es auch auf einmal Spaß, richtig loszulegen, wenn du merkst, ach, auch im Vorbeigehen kommen gute Dinge bei raus. Und wie Steffen schon sagte, man braucht jetzt gar nicht mehr so teure Kameratechnik, weil die Handys ordentlich aufholen. Unter den Top 1000 sind etliche Handyfotos dabei. Ja, solange gutes Licht ist und die zu fotografierenden Objekte sich nicht so sehr bewegen, kann man auch mit einer Handykamera und das Handy mit zwei Händen gehalten wurde. Ja, das ist tatsächlich so. Man braucht für die meisten Sachen nicht gerade die teuerste Technik. Ja, ich meine 600 Euro oder so für so ein Handy ist ja schon ganz schön viel Geld, aber dafür kann man das auch haben noch die meisten ja sowieso telefonieren. lass uns mal von Sport und so wegkommen. Es gibt ja noch andere Motive, nämlich es gibt jede Menge Artikel auch über Frauen, wo noch kein Bild drin ist. Was sind so Anlässe, wo man noch Bilder machen kann? Also was machst du selber, nimmst du selber auch wahr? Schwierig. Also ja, also ab und an mal Pressetermin für Filmdrehs, weil wir gerade ja bei Filmfrauen sind. Ansonsten, ja, schwierig. Es ist gerade nicht so einfach, auch irgendwie in so eine Veranstaltung reinzukommen. Also jetzt in irgendwelche Preisverleihungen von Filmpreisen oder Musikpreisen ist es halt schwierig, mehr reingelassen zu werden, um fotografieren zu dürfen. Bei Konzerten, es gibt ja auch dieses Projekt Festival Sommer, ist ja meistens so, dass man nach drei Liedern dann auch wieder rausgeschmissen wird. Und ja, Festival Sommer ist so ein Projekt, das haben ein paar Wikipedianer vor zwei oder drei Jahren ins Leben gerufen. Und die fingen damit an, dass sie eigentlich zu ein paar Festivals gefahren sind, um da Fotos von den dort auftretenden Bands zu machen. Inzwischen ist das recht gut gewachsen und es sind noch viele Einzelkonzerte jetzt schon dabei. Und es kommen und auch andere Veranstaltungen, ja, die nebenbei so laufen. Also ich hatte die Technik jetzt auch für die Preview vom Film Wolfsland, der in Görlitz spielt. Und auch da habe ich Fotos gemacht. Das ist eben auch so eine gute Möglichkeit, wo man von Frauen dann auch Bilder machen kann und die Artikel bebildern kann.
Oder man wendet sich einfach an den Gegenstand des Artikels. Man schreibt an, das habe ich auch schon gemacht. Genau, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wobei es dann halt immer mit den Urheberrechten schwierig wird. Wer hat das Bild gemacht? Gibt ihr sein Einverständnis zur Veröffentlichung einer freien Lizenz? Und das sind dann eben schon Diskussionen. Deshalb, ich bevorzuge es mittlerweile echt, die Bilder selber zu machen, weil ich dann eben weiß, ich habe die Urheberrechte an diesem Bild und natürlich greifen Persönlichkeitsrechte auch weiterhin, wenn das Bild unter einer freien Lizenz steht. Das heißt, ich kann jetzt damit nicht irgendwie Werbung für ein Waschmittel machen, nur weil das Bild unter einer freien Lizenz steht. Aber die urheberrechtliche Seite ist bei selbstgemachten Bildern eben schon wieder eine ganz andere und man muss nicht erst 10 Erklärungen hin und her schicken und die Einverständniserklärung des Fotografen noch einholen und hat diesen ganzen Umweg da nicht, wenn man die Bilder selber macht. Ja, ganz richtig, da weist du zu Recht darauf hin. Es reicht nicht, eine Schauspielerin anzuschreiben und sie zu bitten, ein Foto zu schicken, sondern das Foto muss von dem Urheber freigegeben sein unter dieser freien Lizenz. Und der Urheber ist nicht die Person, die auf dem Foto zu sehen ist, sondern der Fotograf. Und solange es kein Selfie ist, ist das jemand anders und der muss sein Einverständnis erklärt haben. Genau. Muss natürlich nicht unbedingt der Urheber sein, kann auch der Inhaber der vollumfänglichen Nutzungsrechte sein, aber da kommen wir dann auch schon wieder in die Details. Also das heißt natürlich kann es sein. Am besten immer noch selber zu fotografieren. Ja. Am besten ist es selber zu fotografieren, denn sonst verliert man sich sehr schnell irgendeinen möglichen klein und es wird dann sehr schwer herauszufinden, wer jetzt genau an dem Bild irgendwelche Rechte hat und der muss natürlich zustimmen und es ist ein sehr aufwendiger Prozess, der dann meistens schon rechtfertigt, dass man eben hinfährt und die Bilder selber macht und ich glaube es ist aktuell so, dass Kooperationen gerade auch mit Wikipedia-Fotografen sehr stark zunehmen und dass man auch wahrgenommen wird, dass man gute Fotos macht und dass man natürlich auch nicht nur die Fotos für Wikipedia nutzen kann, sondern die Rundfunkanstalten bei irgendwelchen Preview-Veranstaltungen die Bilder auch selber weiter nutzen können. Und dann kann man natürlich auch sagen, okay, wir treffen da eine Absprache, dass ihr die Bilder auch weiter nutzen könnt in der Form, dass ihr eben nur den Namen angeben müsst und nicht erst großartig noch die Lizenz. Das sind immer so Dinge, die man dann natürlich mit dem Fotografen direkt klären kann. Und ich glaube, da ist eine sehr gute Koexistenz möglich und eine sehr gute Zusammenarbeit mit den entsprechenden Veranstaltern dieser Projekte. Genau, also die Leute, die Fotos nachnutzen wollen, für die ist der Tipp, wenn sie das Foto jetzt ohne den ganzen Lizenzschnickschnack machen wollen, so schwer ist es nicht, aber wer es gerne anders haben möchte, kann immer versuchen, den Fotografen anzuschreiben. Auf Wikipedia genau. Kann man ja immer auf die Diskussionsseite schreiben. Das funktioniert sehr gut. Bei etlichen Fotografen weiß ich das, dass das gut funktioniert. Für die, die anfangen wollen zu fotografieren in der Wikipedia, ist mein Tipp, zum einen, dass man die Denkmallisten durchgeht von seinem Ort, von seiner Umgebung. Dort gibt es noch viele unbebilderte Listenartikel und auch Artikel. Da kann man schon mal loslegen. Dann gibt es eine Seite Fotowünsche. Ich weiß jetzt nicht, wonach man da suchen muss. Ich glaube, einfach mal suchen nach Fotowünsche in der Wikipedia. Da kann man in die Artikel selber so einen kleinen Codeschnipsel einbauen und dann wird eben auf einer gesammelten Seite angeschaut, für welche Artikel noch Fotos gewünscht sind. Und dann gibt es auch noch eine Seite, wo man sich als Fotograf anbieten kann für andere Wikipedianer. Man sagt, ich zum Beispiel stehe da drin für den Großraum Berlin. Wenn jemand hier von irgendeiner Kneipe ein Foto haben will für die Wikipedia, dann fahre ich da hin und lichte die ab. Es sei denn, wie beim letzten Mal, da stand ein riesiger Laster davor und der fuhr auch nicht den ganzen Tag nicht weg. Ja, die Mülltonnen- oder Laster- oder Autoproblematik ist immer sehr lustig bei der Denkmalfotografie natürlich. Es ist natürlich so, also wir freuen uns über jeden, der da Bilder beiträgt und es kann auch einfach mal ein Bild aus dem Urlaub sein, was man von irgendeinem Monument gemacht hat im Ausland. Wobei auch da muss man natürlich immer aufpassen mit Panoramafreiheit und auch da gibt es theoretisch Probleme, aber grundsätzlich freuen wir uns über jeden, der da Bilder beiträgt, was natürlich nicht hilfreich ist, ist irgendwie ich vor der Pyramide. Solche Bilder helfen uns natürlich nicht weiter, weil es geht nicht darum, sich selbst in der Wikipedia zu verewigen, sondern eine Darstellung der Objekte zu haben in der Wikipedia. Ja, uns nutzt auch das reine Foto nichts. Man muss sich die Zeit nehmen und dran schreiben, was auf dem Foto zu sehen ist. Genau.
es gibt oft Bilder, da ist dann ein Minarett drauf und dann steht als Beschreibung Minarett dabei. Das hilft niemandem. Man muss mindestens den Ort angeben, damit vielleicht jemand anders immer noch wiederfinden kann. Aber das Bild kann man ja auch nicht nachnutzen. Das heißt, man will ein Symbolbild für ein Minarett haben. Ich habe einmal gesehen, wir gehen auf das Monument Ägypten, da ist jemand eine Nilkreuzfahrt gemacht und hat offensichtlich alle 10 Meter ein Foto geschossen, hat die gesammelt hochgeladen, ohne die groß zu beschriften. Das nützt uns nichts. Also genau, also ich glaube, das ist halt auch das Problem, wenn man so eine Kreuzfahrt macht oder irgendeine Schiffsfahrt. Man weiß gar nicht, wo ist man denn genau lang gefahren, was habe ich da jetzt genau fotografiert und lädt die Bilder hoch. Und auch da kann man natürlich, kann jeder andere mithelfen, der sagt, ich kann da so ein bisschen herausfinden, was abgebildet ist und ich kann da versuchen, das zu identifizieren. Und jeder, der da ein bisschen Ahnung hat, kann da sehr gerne mitwirken und uns unterstützen, dabei herauszufinden, was denn genau dieses Bild da zeigt und das Bild dann auch ja, wirklich benutzt. Wenn es nur eine Wüste mit 3 Palmen ist, dann wird es sehr schwer natürlich, das ist klar. Aber ich kenne es beispielsweise, ich war in Rumänien dieses Jahr im Urlaub, ich weiß jetzt auch nicht mehr von allem, was ich so da genau fotografiert habe, und würde die Bilder wahrscheinlich trotzdem erstmal hochladen, und wer dann der Meinung ist, er kann da genau identifizieren, welches Gebäude da drauf ist, der ist herzlich eingeladen. Obwohl das ziemlich umstritten ist, oder Steffen? Also du warst doch nicht auch schon in sowas verwickelt? Große Fotomengen hochladen und dann nicht dran schreiben, was es ist? Ja, also gar nicht dran schreiben, was es ist, mache ich nicht, sondern bei Dingen, wo ich mir nicht sicher bin, kann ich dann auch mal zumindest einen Ort hinschreiben. Das ist in der Regel möglich, welches Gebäude es genau ist. Da kann dann noch mitgeholfen werden. Ja, es ist manchmal schwierig rauszufinden, was man oder vielmehr auch wen man da eigentlich fotografiert hat. Das ist wieder bei Sportfotografie zu kommen. Das zum Beispiel ein Straßenradrennen, die deutschen Meisterschaften fotografiert. Es ist natürlich schön, dass die alle Startnummern haben, aber es hilft dann überhaupt nichts, wenn die auf dem Rücken haben und man die Leute von vorn fotografiert. Das heißt, man hat dann irgendwie den ganzen Pulk an Sportlern und kann eigentlich den Namen nicht zuordnen. Das ist schon schwierig. Hast du noch irgendeine Anekdote, die du erzählen kannst? Nö, wusste ich jetzt nicht. Super. Ja, jetzt haben wir eine halbe Stunde schon geredet. Ich glaube, wir kommen langsam zum Schluss. Auf jeden Fall, als Fazit bleibt, man kann fotografieren für die Wikipedia, schreibt dazu, was man da sieht. Bei Handys ist sogar noch der Vorteil, dass oft GPS schon mit dabei ist. Das genau. Ist immer sehr hilfsreich. Was noch? Was hatten wir noch alles? Man kann einfach mal auch sich auf eine Entdeckungstour in seiner Umgebung begeben. Man schaut sich die Denkmalliste an und geht mal auf eine Tour und entdeckt selber nebenbei, dass man neben dessen, dass man fotografiert, auch was die eigene Umgebung so an Kulturschätzen beheimatet. Also das fand ich immer ganz interessant, wenn ich in Sachsen neue Kulturdenkmallisten online gesehen habe und mal so ein bisschen mich durchgeklickt habe, festzustellen, okay, also dieses Haus ist ein Kulturdenkmal und das ist ein Kulturdenkmal, weil man nimmt es halt gar nicht so wahr. Das ist oftmals ein sehr großes Problem und man hat auf der einen Seite den Nutzen, dass Wikipedia Bilder bekommt oder die Wikimedia-Projekte, und auf der anderen Seite entdeckt man selbst noch was Neues, und ich glaube, das ist auch so ein Reiz, den das Ganze ausmachen kann. Und auf der anderen Seite kann man natürlich auch bei irgendwelchen Veranstaltungen einfach fotografieren. Also gerade bei Previews laufen die Stars ja auch manchmal über den roten Teppich, und da ergibt sich so die ein oder andere Möglichkeit, mal zu fotografieren. Und wenn es mit dem Handy ist, die Bilder helfen uns manchmal dann doch schon weiter. Mit beiden Händen bitte halten das Handy. Genau, da sind wir schon bei der Arndt-Frage, nämlich der Motivation. Für mich ist es zum einen eine Motivation, die Listen vollzukriegen, die Denkmallisten. Zum anderen aber auch eben, das die Umgebung kennenzulernen. Du hast mal einen Grund rauszugehen, so, was jetzt eigentlich nicht mein Ding ist, aber da achte ich dann nicht drauf, weil ich halt die Kamera in der Hand habe und laufe dann ordentlich ein paar Kilometer ab und fotografiere Häuser. Und was für mich meine große Motivation war, ein Foto von mir wird in der Encyclopædia Britannica online verwendet. Als ich das entdeckt habe, weil halt mein Name dabei steht, weil die Lizenz das fordert, kann ich danach googeln und finde das dann da. Das war für mich mal so ein Ritterschlag sozusagen. Du hattest schon deine Motivation umschrieben, und jetzt glaube ich Stefan noch als letzter. Warum machst du das? Ja, manchmal frage ich mich das auch. es macht einfach Spaß. Also Fotografieren macht mir Spaß, und sie nur zu Hause auf den Festplatten zu lassen, die Fotos, bringt dann jetzt auch nicht weiter. Dann kann man sie auch irgendwie der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, und ist eigentlich auch schön, wenn andere da was davon haben.
Aber könntest du nicht auch Geld verdienen mit den Fotos? Jein. Das ist ein anderes Thema, wo man sich, glaube ich, mal länger auch drüber unterhalten müsste, ist eigentlich, welche Auswirkungen hat das, was wir tun, auf die Branche der Berufsfotografen? Genau wie Wikipedia letztendlich Enzyklopädien in gedruckter Form ein bisschen kaputt gemacht hat, ist es natürlich jetzt auch für Berufsfotografen natürlich nicht so toll, wenn es die Fotos alle auch gratis und frei im Netz gibt. Das ist ein bisschen schwierig. Also auf der einen Seite ist es natürlich sehr schön, wenn das alles frei verfügbar ist. Auf der anderen Seite, ja klar, es hat natürlich auch negative Wirkung. Also, sorry, so ganz durch bin ich noch nicht. Darf ich da noch widersprechen? Also erstmal hat die Wikipedia nicht die gedruckten Enzyklopädien kaputt gemacht. Das war das Internet. Die Leute gehen ja auch nicht zu Wikipedia als ersten Anlaufpunkt, wenn sie was nachschlagen wollen, sondern zu einer Suchmaschine ihrer Wahl, geben das da ein und kommen dann vielleicht auf die Wikipedia. Das hätten die Verlage auch haben können, wenn sie die Zeit der Zeit erkannt hätten. Einige Verlage gibt es auch noch. Also Enzyklopädie Britannica hat es sehr gut überlebt und Fachlexika haben es auch sehr gut überlebt. Ja, ich glaube, das liegt dann daran, dass sie rechtzeitig erkannt haben, wohin der Trend geht. Und ich glaube, das ist auch immer so ein Problem bei vielen. Sie verpassen so diesen Schritt in das digitale Zeitalter, was gerade auch bei Denkmallisten eben ein großes Problem ist. Also, dass es sie nicht online verfügbar gibt, diese Listen, liegt halt auch oftmals daran, dass man diesen Schritt oder diese Weiterentwicklung des Digitalen einfach verpasst hat. Es ist einfach so, die liegen halt noch als Zettel in irgendwelchen Ordnern und müssten erst übernommen werden und dazu fehlt wiederum das Personal und man hätte es natürlich deutlich einfacher haben können, aber das Problem ist halt, man hat vor vielleicht 5, vielleicht 10 Jahren diese Entwicklung nicht wirklich vorausgesehen, vielleicht in diesen einzelnen Behörden, um bei der Denkmallistenproblematik zu bleiben und steht dann heute vor dem Problem, ja jetzt muss es eigentlich von heute auf morgen endlich werden, aber das Personal oder die Personaldecke ist so dünn, dass man das gar nicht realisieren kann und dass man eigentlich viel mehr Unterstützung bräuchte. Und ich glaube, diesen Schritt zu verpassen in dieses neue Zeitalter, sage ich mal, ist ein sehr großes Problem eben, was viele haben und weshalb auch viele in Probleme geraten sind. Ja, ich würde es ein bisschen ausgewogener machen, aber ich würde gerne noch auf einen anderen Punkt eingehen, lass uns die Zeit noch nehmen. Also die Sache, dass Wikipedia-Fotografen, Berufsfotografen die Arbeit wegnehmen würden oder das irgendwie einschränken würden. Zum einen sind in der Wikipedia oder Commons viele Fotos, die von Sachen, die ein Berufsfotograf nicht fotografieren würde, weil es einfach keinen konkreten Auftrag dafür gibt. Zum anderen kann man die Fotos frei verwenden, was Schulen oder gemeinnützigen Organisationen erlaubt, diese Fotos zu verwenden. Und dann gibt es oft von vielen Objekten nur ein Foto. Und wer von einem bestimmten Gebäude oder irgendeinem Sachverhalt ein Foto haben will, will dann vermutlich nicht nur dieses eine Foto in dem einen Format haben, sondern schickt dann doch noch einen Fotografen los, um ein vernünftiges Bild zu kriegen. Ja, also ich denke schon, dass Wikipedia die Fotografen kaputt macht, so ist es natürlich nicht. Es ist nur ein Teil wieder, das praktisch, es gibt auch viele, dadurch, dass die Technik günstig verfügbar ist, gibt es natürlich auch viele Hobbyknipser, sage ich mal, die auch Solos laufen und ja, viele melden jetzt Nebengewerbe an und machen da praktisch auch das Gleiche. Genau, so, das ist eben auch so eine Sache, die Berufsfotografen haben gar nicht die Aufträge, alles das, was interessant ist, auch an Persönlichkeiten zu fotografieren. Ich habe das selbst erlebt, ein Foto von mir von der Schriftgut in Dresden, das ist so eine Messe rund um, gedruckte Werke, was die Wikipedia nicht unbedingt mehr, oder wo die Wikipedia ja auch so als Gegenteil manchmal schon da ist. Dort gibt es tatsächlich viele Autoren, von denen es im Internet fast kein Bild gibt. Also das sind Dresdner lokale Autoren in der Regel, aber die auch eine Relevanz haben und wo auch Bilder benötigt werden. Und diese Bilder werden sehr häufig dann weiterverwendet auch. Und da ist eben das Problem, man kann gar nicht vorausahnen, als große Tageszeitung, wenn man mal für eine Lesung der Person das irgendwie ankündigen möchte, ein Bild braucht, muss man schon relativ zeitig vorausahnen, dass man da mal ein Bild brauchen könnte. Und Wikipedia oder Wikimedia Commons ist da eben teilweise anhand solcher Projekte schon einen Schritt weiter und
hat die Bilder auf Vorrat da. Okay, Renate gibt mir schon wilde Winkzeichen. Schlusswort ist, es gibt noch viel zu tun, Leute, macht mit. Wikipedia ist noch lange nicht, viele Sachen zu fotografieren. Und es gibt viele Möglichkeiten. Es kommen ständig neue Leute dazu. Und jetzt geht es weiter da, wo Renate gerade hin zeigt. Danke, tschüss. Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC BY 4.0. Diese Lizenz erlaubt Ihnen erstens, die Episode zu teilen, also das Material in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen und weiter zu verbreiten. Zweitens dürfen Sie die Episode bearbeiten, also das Material remixen, verändern und darauf aufbauen, und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle. Ich als Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Die Lizenzbedingungen lauten: Erstens, Sie müssen als Urhebernamen Wiki Stammtisch, Sebastian Wallroth angeben. Zweitens, Sie müssen die Lizenz CC BY 4.0 angeben. Drittens müssen Sie, wenn möglich, einen Link zur Lizenz beifügen. Viertens müssen Sie angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Fünftens dürfen Sie diese Angaben in jeder angemessenen Art und Weise machen, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, dass ich als Lizenzgeber gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders unterstützte. Zuletzt dürfen Sie sechstens keine zusätzlichen Klauseln oder technischen Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was diese Lizenz erlaubt.